Vorsicht, Gleichmacherei. Gleichmacherei gibt es nur im Sozialismus? Falsch. Auch kapitalistische Kreise machen sich dieses Vergehen gegen die Freiheit schuldig. Gibt es doch da diese geschäftstüchtigen Gurus, Einpeitscher, Coaches, Speaker oder sogar Rechtsratgeberautoren, die behaupten, das Patentrezept entdeckt zu haben. Also, die eine und einzige Methode, um ein Ziel zu erreichen, verdächtigerweise ist diesen Leuten egal, um welches Ziel es sich handelt. Angeblich funktionieren die Methoden bei allen gleich gut. Dabei ist doch alles relativ im Leben. Mittel und Wege, die dem einen Erfolg bescheren, führen dem anderen schnurstracks ins Desaster. Weil eben kein Mensch beim anderen dem anderen gleicht. Jeder hat eigene Stärken, Eigenschaften, Talente, Temperamente, Träume und Ziele. Auch die Lebensumstände können sich mit dem Alter ändern und lang bewährte Methoden unbrauchbar machen. Bleiben Sie wachsam, vertrauen Sie lieber Ihrem Bauchgefühl als irgendwelche Ratgeber, die alle über einen Kamm zu scheren. Freunde, hat Ihnen dieser Vortrag gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Und es wäre nett, wenn Sie diesen Vortrag an Ihre Freunde und Bekannte teilen würden. Hier finden Sie weitere praxisbewährte Informationen zu vielfältigen Lösungen Ihrer Herausforderungen auf der www.erfolgsonline.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.